Relegation zur Gruppenliga und mit Sickels und Horas trafen zwei Stadtkontrahenten aufeinander, die ihre zwei Spiele vorher überzeugend absolvierten. Riesenkulisse hier auf der Anlage von FT Fulda, knapp 1800 Zuschauer fanden sich ein. Ja, und Marc Friedl, der Sickels-Trainer, sagte nur, seine Jungs, die sollen so ein Finale einfach genießen. An solche Spiele wird man sich jahrelang erinnern. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was sich in unsere Hirnwindungen da so einbrennen soll. Also rein in die Partie. Und wem da nicht warm genug war, der konnte sich erstmal anhüpfen. Die stimmungsvollen Sickelser hier. Während es tatsächlich bis zur 13. Minute dauerte, bis Kevin Muth hier in Grau ein Steckpass auf Julian Keller spielt. Keeper Wagner auf der Hut. Rettet die Sickelser vor dem frühen Rückstand. Aber ansonsten war es viel Kampf, viel Krampf. Vielleicht ein Standard. Hier mal Dominik Olber. Horas aber im Endeffekt genauso erfolglos wie der nachfolgende. Wenige Minuten später, so ein halbes Stündchen, Julian Keller. Und das war es tatsächlich. Noch ein Freistoß für Sickels. Ein langer Ball auf Leinweber. Ah, die Fußballer. Ach, sorry, Herr Leinweber. Aber machen Sie das ja eigentlich alles noch alleine? Ja, ich mache alles alleine. Aber vielleicht gibt es noch ein paar junge, dynamische Fußballer zur Unterstützung. Und so gar kein Esel, das war hier Wilde mit einem fucking Pass auf Keller. Der läuft auf Wagner und Wagner macht's ganz geschickt, macht sich breit und lässt Keller keine Chance. Ja, ihr seht, wir sind in der zweiten Halbzeit, 56. Nazev. Ganz heißes Ding, gefährlichste Chance für Sickels. Angel Nazev, ansonsten weitgehend abgemeldet. Gute Stunde gespielt, gleich kommt Keller an den Ball, der Athletiktrainer der Jugend der TSG Hoffenheim. Hier kommt er an den Ball, abgefälscht. Langsam aber sicher näherte man sich dem Tor an. Und 10 Minuten später sollte es ganz nah ans Tor rangehen. Friedl hier auf Meusel, der verliert den Ball. Ein langer Ball. Leonard Rech verschätzt sich. Julian Keller. Und jetzt ist er drin. Julian Keller, der kurz vorher eigentlich ausgewechselt werden sollte. Der Trainer entschied sich für Muth und der Muth wurde hier belohnt. Führung 20 Minuten vor Schluss. Jetzt waren es noch 10 Minuten. Sickels warf alles nach vorn. Budesheim aus Netz. Auf einmal waren die Sickelser wieder da. Und jetzt sind wir in der 90. Wer schläft heute Nacht schlecht? Er heißt Meusel. Was für eine Chance zum Ausgleich. Nachspielzeit frei vom Tor. Und das war sie tatsächlich. Die letzte Chance. Alle schauten auf den Mann in Blau. Schlusspfiff. Horas hält die Klasse. Sickels scheitert. Und das ließ die Horaser feiern. Sickelser Fans feierten ihr Team. Hört in den Stimmen Marc Friedl, wie stolz er auf sein Team ist. Glückwunsch nach Horas und mit einem Stämmezitat in Richtung Sickels. Lemme geht weiter.